Hängematte raus, meine Liebe. Solltest wirklich mal ein Bad aufsuchen. Vielleicht Kastein? Das ist auch zu dieser Jahreszeit nicht unangenehm. Es ist doch ganz unmöglich. Du hast noch gegessen? Ich kann nicht weg für ein paar Wochen bei diesem Drüber und Runter aller Dinge. Wüste Zeit. Ob man die Zeitgenossenschaft zurückweisen darf, Abel? Tue ich das? Es gehört zu deiner Melancholie. Ich habe dich überhaupt nicht gehört. Los. Geschlichen wie ein Kätzchen, Abel. Habe ich mich vor den Frechheiten der Zeit gerettet, die Liebe zu diesem Kind. Das wäre tendenziös. Mach was. Max soll mein Bruder sein und mit mir tanzen. Ja, aber du hast doch schon ein Brüderchen. Den Beißer. Und den Bert hast du doch auch. Ich würde aber den Max. Er kommt bestimmt mal wieder. Morgen. Na, morgen. Donnez-moi cette rose. Joli tambour, donnez-moi cette rose et vivre en rataplan. Donnez-moi cette 200 Milliarden, das ist knapp. Wir wollen doch in verschiedenen Metamorphosen mit der Dirschel aufscheinen und dadurch vielleicht etwas mehr Eier. Verstehst du, Greislein? Verrückte Zeiten. Unzusammenhängend und frech. Und dann? Dann hat er mir meine Unschuld geraubt. Und zwar zweimal. Muss man sich denn das bieten lassen? Dass solche Themata in aller Öffentlichkeit erörtert werden? Abscheulich. Schämen Sie sich. Warum soll die mir den Scham machen? Er muss sich schämen. Hallo? Ich hasse Ihren Anblick, Herr Herzl. So kann ich nicht probieren. Probieren nennst du das? So macht man das vielleicht den Blind. Was ist denn? Was ist denn, Kinder? Ihr werdet doch nicht meine Arbeit boykottieren. Ihr? Was heißt denn ihr? Sie sehen ja selbst, was hier vorgeht. Was halten Sie von Patriotismus, Herr Heergesell? Patriotismus ist vielleicht ein Effekt des unpersönlichen Stolzes, der... Und damit unziemlich für Sie. Wir wollen, dass es irgendwann einmal nichts mehr zu fürchten gibt. Das ist der Fortschritt. Oder die Utopie.